Die aktuelle Debatte um Markus Lanz und die Online-Petition ist ein Ausdruck der allgemeinen Unzufriedenheit vieler im Publikum mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und damit, dass man Gebühren bezahlt, aber nicht beeinflussen kann, was gesendet wird, welche Qualität das Gesendete letztendlich hat. Nur abschalten und wegseppen ist sicher keine Lösung. Das Publikum wünscht Mitsprache, wie man an der entstandenen Debatte sehen kann. Ist natürlich eine Frage von Medien und Demokratie. Und für eine solide Finanzierung kann man sicherlich auch eine solide Arbeit verlangen. Die Frage ist, wie kann man es erreichen, dass das Publikum nachhaltig Mitsprache, Transparenz und eben auch einen gleichberechtigten Dialog betreiben kann mit den Verantwortlichen der öffentlich-rechtlichen Sender. Dafür haben wir, meine Kollegin Dr. Christine Horz und ich, einen Publikumsrat vorgeschlagen, der zu implementieren ist und zu finanzieren ist über den Gebührenüberschuss der öffentlich-rechtlichen Sender, den sie ja inzwischen erwirtschaften. Es geht darum, ein Gremium zu schaffen, das strukturell verankert ist und damit auch ernst genommen wird, das praktisch nicht nur anlässlich bestimmter Aktivitäten, wie es zum Beispiel die Radioretter getan haben, angesichts der Ausdünnung des WDR-Programms, sich gegründet haben, eine Kampagne gefahren haben, um diese Ausdünnung des politischen Programms zu vermeiden und schließlich aber dann wieder ihre Arbeit eingestellt haben. Bei der Einrichtung eines Publikumsrats soll es darum gehen, erstmal zu beschließen, welche Aufgaben alle vom Publikumsrat erfüllt werden können, zum Beispiel die Wahl des Intendanten, warum nicht, oder auch anderer Verantwortlichen in den öffentlich-rechtlichen Medien, warum nicht Mitsprache bei der Programmgestaltung, bei strukturellen Entscheidungen. Ein Gremium, das den jetzigen Rundfunkräten und auch dem Fernsehrat des ZDF beigeordnet ist, die ja nur einen kleinen Teil der Bevölkerung vertreten, die in Körperschaften organisiert sind. Daran kann sich an der entstehenden Debatte kann sich jeder beteiligen, denn es geht um einen demokratischen Prozess, gucken, wie man grundgesetzkonform, denn die Kulturhoheit ist ja Ländersache, einen solchen Publikumsrat implementieren kann. Und dafür kann man sich melden, Anregungen, Vorschläge, Kritik äußern auf www.publikumsrat.de.